Michael will sich ein neues Handy kaufen. Im Internet findet er ein günstiges Angebot. Ein neues Top-Smartphone, was sonst 700 Euro kostet, entdeckt er für 40 Euro. Ohne zu zögern bestellt er es. Am nächsten Tag kommt das Handy an. Michael bezahlt die Rechnung und nimmt sein neues Handy mit Freude an. Ein Monat später kommt wieder eine Rechnung. Michael wundert sich, aber denkt sich nichts dabei. Als nach einem Monat erneut eine Rechnung kommt, wird er stutzig. Er recherchiert im Internet und merkt, dass er sein Handy nicht sofort gekauft hat, sondern es über mehrere Monate bezahlen muss. Kurz danach sucht Michael das Gespräch mit seinen Eltern. Nach einer langen Diskussion schlägt sein Vater vor, dass Michael in den nächsten Sommerferien im Familienbetrieb mitarbeitet und seine Eltern übernehmen dafür die Kosten.